Das Landeskrankenhaus Deutsch-Landsberg ist ein allgemein öffentliches Krankenhaus mit 4 Abteilungen. Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Anästhesie und Intensivmedizin. Es werden pro Jahr ca. 10.000 Patienten bzw. Patientinnen stationär versorgt, davon ca. ein Drittel operativ. Das heißt, ca. 1.800 chirurgische und 1.000 gynäkologische Patienten pro Jahr. Der OP ist ein Hochrisikobereich und der aufwendigste Funktionsbereich in einem Krankenhaus. Perfekte Organisation ist daher dringend erforderlich. Also die OP-Besprechung ist einer der Säulen unseres OP-Managements. Es wird darauf geachtet, dass die Säle gleichmäßig verteilt werden. Es wird geachtet auf die Reihenfolge der Operationen. Es wird geachtet auf technische Details und weitere organisatorische Details. Sie findet jeden Tag statt, jeden Tag zur selben Zeit, um eine genaue Planung und eine bestmögliche OP-Nutzung durchzuführen. Eine strenge Zuordnung zu den einzelnen Fachdisziplinen im Rahmen der OP-Säle findet jetzt nicht mehr statt, sondern wir planen sie gemeinsam und bestmöglich. Dadurch wird für die Patienten eine große Sicherheit gegeben, dass OPs zum geplanten Zeitpunkt stattfinden. Also meine Aufgabe als OP-Koordinatorin ist es eben, den OP-Tag optimal zu lenken. Das heißt, ich sorge dafür, dass alle Informationen, wie zum Beispiel Bestellen der Patienten, Verständigung der Operateure, bis hin zum Rücktransport der Patienten in die nahegelegene Aufwachstation wirklich rechtzeitig an alle im und um den OP funktioniert. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, mit dem Projekt Operationsmanagement nicht nur die Sicherheit und den Komfort der Patienten zu verbessern, sondern auch die Mitarbeiter insofern mit einzubeziehen, dass eine Zufriedenheit in der Ablauforganisation erzielt werden konnte. Es geht darum, dass der richtige Patient zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und vor allem auch ganz wichtig, an der richtigen Stelle operiert wird. Dazu ist es natürlich auch notwendig, dass Vorbefunde vollständig vorhanden sind, dass Aufklärungsbögen ausgefüllt und unterschrieben sind und dass, falls notwendig, auch Medikamente bzw. Blutkonserven für den Patienten bereitgestellt ist. Erst wenn diese gesamten Voraussetzungen erfüllt werden, kommt der Patient in Richtung Operationssaal, in die Operationsschleuse und dort wird nochmals kontrolliert, ob jetzt die vorangegangenen Maßnahmen durchgeführt wurden und erst dann beginnt man mit dem weiteren Ablauf, die Verlagerung des Patienten in den Operationssaal. Und so ist gewährleistet, dass eine Verwechslung nicht stattfinden kann, weder von einem Patienten oder Patientin noch einer Operationsart. Überstunden, Mehrleistungsstunden, Urlaubsrückstände, das alles konnte zur Zufriedenheit der Mitarbeiter aufgearbeitet werden. Für mich als Betriebsdirektor ist es natürlich besonders erfreulich, dass durch diese Prozessverbesserung, durch diese Straffung der Prozesse, gerade in so kostenintensiven Bereichen wie dem OP, es ganz automatisch auch zu einer Effizienzsteigerung im Kostenbereich kommt. Etwas, was ich gerne auch erwähnen möchte, ist, die einzelnen Berufsgruppen haben schon immer miteinander gesprochen. Jetzt haben sie gelernt, einander zuzuhören.